Der Goldkurs war heute schon sehr auffällig, denn er hat heute schon nach Mittag, nein, vor dem Mittag oder am Mittag einen deutlichen Drop nach unten hier erlebt. Ihr seht das hier im 15-Minuten-Chart. Hier ging es von 1893 circa ziemlich senkrecht runter auf 1864. Aber das Ganze wieder auf dem Weg nach oben. Ich habe diesen Titel deshalb so sehr auf meinem Kieker, denn eigentlich hatte ich hier schon eine gewisse Chance gesehen, dass wir hier vielleicht noch losschlagen können. Warum? Wir haben eine scharfe Abwärtsbewegung. Wir haben was klassisches ABC-mäßiges nach oben. Und eigentlich wäre dann der Fortsetzungsarm sozusagen, das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal, dann mit Zielen sogar nochmal unter der 1800er-Marke in etwa, wäre typisch gewesen. Dafür brauchen wir aber einen Trigger. Der ist ja hier noch nicht ausgelöst worden, denn der Kurs ist ja nicht ganz so weit runtergegangen. Insofern hatte das hier ein Fehleinstieg erstmal ja, davor bewahrt. Allerdings gibt sich die Chance vielleicht später nochmal. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist das allerdings erstmal kein Thema. Denn wir haben einen ebenso starken Aufwärtsarm hier auf dem Weg nach oben. Und manch einer, der jetzt hier diesen letzten Schub sich anguckt, der war nochmal klar nach oben. Wenn wir hier nochmal wackelig auf dem Weg nach unten sind, würde das nochmal für einen Anstieg sprechen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich mir den sogar nochmal wünschen. Dann nochmal mit einem etwas höheren Hoch darüber hinaus. Das fände ich eigentlich am allerbesten. Warum das Ganze? Na, weil dann hätten wir ein neues Hoch und dann hätten wir hier unser nächstes Tief, ganz im Sinne steigende Tiefs, steigende Hochs, wie wir das hier jetzt haben, und könnten dann sagen, nicht das ist unser Einstieg, sondern auf dieses Tief hier bezogen. Ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Markt muss natürlich mitmachen, er muss das Ganze dann auch triggern. Das mal so als grobe Überlegung, wie man mit der Situation hier aktuell umgehen kann. Wir sehen aber, der bewegte Markt, der macht durchaus viele Gelegenheit. Und das sogar auf kleineren Ebenen, wie gesagt, hier im 15-Minuten-Chart beispielsweise oder noch kleiner, kann man natürlich genau auch in die andere Richtung solche Muster dann eben abwarten. Wir sehen das hier so ein bisschen versteckt, Schub hoch, hier hat es ein bisschen gewackelt und anschließend nochmal die Fortsetzung. Das Prinzip gilt also hier auf diesen kleineren Zeitebenen genauso. Gibt es also keinen Grund, jetzt davon auszugehen, ja, da geht das jetzt also nicht. Eigentlich hatte ich das als einen Trade des Tages vorgesehen heute schon, denn war ich schon fast fertig oder fast fertig bereit jetzt hier. Aber nachdem der Markt jetzt den auf der Hacke kehrt gemacht hat, war das natürlich jetzt erstmal nichts. Trotz alledem, jetzt schon mal der Hinweis, meldet euch an für den Trade des Tages, es ist kostenfrei. Dann bekommt ihr unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignale, wie wir damit umgehen, wie wir mit den Stops umgehen beispielsweise. Für eine konkrete Idee, zum Beispiel dieser hier beim Gold, bekommt ihr die geliefert und auch die entsprechende Information, dass es da was Neues gibt. Deshalb unbedingt anmelden, es ist wie gesagt kostenfrei. Zusätzlich kann ich euch empfehlen, meldet euch an für das Born for Trading. Da bekommt ihr auch immer wieder solche Hinweise dann aufs Smartphone und seid dementsprechend informiert. Also wenn ihr Spaß an mehr Informationen habt, an Anregungen, an Ideen, an Überlegungen, wie man mit der Situation umgeht, dann sind beide Möglichkeiten für euch vielleicht genau das Richtige. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.